double as brutal prison camps. We use those cutters to create distraction while you take your lightsaber and free the Wookiees inside. We need their help to stop the Empire. Understood. Ist das der Schauspieler von Joker und Shameless? Von Joker aus Gotham und der aus Shameless? Voll gut. Mhm. Sieht aber echt nice aus. Ich mag dieses minimalistische HUD. Das hat so ein bisschen Force Unleashed Vibes gerade, finde ich. Mega sick. Boah, ich bin mir ehrlich gesagt schon fast sicher, dass das ein gutes Spiel wird. Ohne Scheiß. Ich mag den kleinen Druiden, der immer auf unseren Rücken springt. Sieht echt gut aus, aber da ich absolut kein Star Wars mag, wird das nie was für mich werden. Ja, kommt halt darauf an, ne? Wenn du es nicht magst, dann kannst du da ja auch nicht viel dran ändern. Das Ding ist, ich liebe als Star Wars, seit ich ein Kind bin, und selber in die Welt eintauchen zu können mit einem Game, finde ich halt heftig krass. Gucken wir das gerade auf vollster Qualität? Das ist 1080p, ganz schön spannend. Ui. Schönes Combat. Ja, das hat auf jeden Fall gute Force Unleashed Vibes. Slice? Kannst du die Gegner noch aufslicen? So wirkt es gerade. Boah, wäre das geil. Holy shit. Nein! Nicht der kleine Druide. Kannst du doch nicht machen, Mann. Holy shit. Mir gefällt das Combat richtig. Allein so die kleinen Animationen, die alles hat. Moin. Skill Point acquired. Ja, magst du vielleicht zeigen, wie das Skillsystem aussieht? Das fände ich auch interessant. Allah! Bro! Er ist der Ficker. Ich könnte es übrigens auch noch ein bisschen lauter machen. Was eine Patsche er kriegt. Boah, wie geil wär's, wenn es so richtig schwere Bosse wie bei Dark Souls gibt. Würde es niemals geben, weil ich meine, das ist ein Casual Game, so wie es aussieht. Aber wie geil wäre so ein Star Wars im Dark Souls Feeling. Holy shit. Boah, wäre das krass. Heißt sein Roboter Petey? Der klang gerade, als ob er Petey heißt. Oh, ich könnte vielleicht übrigens auch mal mein Game ändern. Weil wir sind jetzt ja nicht mehr in WoW, würde ich sagen. Das ist ein Must-Buy für mich, das merke ich schon. Ja, same. Same. Sieht richtig gut aus. Holy shit.
Allein, dass sie den Schauspieler haben, finde ich voll cool. November. Oh Gott, so spät soll das rauskommen. Shit. Ich mag die kleinen Klettersequenzen. Alter, das frisst sich einfach durch die Wand. Das ganze Environment ändert sich. Holy shit. Boah, wie nice. Da muss er jetzt safe seine Zeitlupe verwenden. Boah, wie gut. Gefällt mir. Yo, was ist er denn? Yo! So, wenn Diana eine Geschichte erzählt, dass eine Spinne zu Hause ist, ne, ist die mindestens so groß, wenn sie es erzählt. Wie groß ist sie wirklich? So. Aber anscheinend hast du ja auf jeden Fall ein Level-System. Das hat man ja gerade eben auch gesehen, dass man Skill-Points acquiren kann und halt immer besser länger werfen kann, länger Zeitlupe oder so ein Kram. Stimmt, Pokémon kommt auch im November raus. Ja. Zum Glück habe ich den Luxus, verschiedene Videospiele zu spielen, auch wenn sie im gleichen Monat rauskommen. Und mich nicht entscheiden muss. Noch ein Skillpoint. Ich garantiere euch jetzt schon, wenn das Game rauskommen wird, habt ihr oben das mit dem Skillpoint Acquired gesehen? Ich garantiere euch, Nerd or Die wird dazu ein Alert-Pack machen, mit genau solchen Alerts, wie oben das mit dem Skillpoint aussah. 100 Pro. Weil das ist viel zu sehr deren Stil. Boah, bitte lass es so sein. Man sieht jetzt ja 15 Minuten und in den 15 Minuten wollen sie natürlich am meisten zeigen wie möglich. Allein die... Die Cutscene sah schon sehr geil aus. Lass es bitte so sein, dass man am Ende sieht, wie er gegen ein riesiges Monster kämpft. Ich finde allein so Endkills sehen schon ziemlich krass aus. Aber ich will unbedingt sehen, wie der gegen irgendwas Riesiges kämpft. Oder irgendwas Starkes halt. Boah, das wäre so nice. Bitte sag mir, dass es sowas geben wird. Dann freue ich mich noch mehr. Oh, das hat er fast perfekt gerade angehalten. Schick. Ich stelle mir mal vor, wie viel Druck muss eigentlich so ein Spieler haben, der das für so eine Demo spielt. Weil der muss sich ja richtig Mühe geben. So, das wird vor dem größten Publikum gezeigt, vor allen Fans, die Bock auf das Spiel haben. So, würde der Scheiße spielen, werden die ganz schön pisst. Und gerade bei sowas kannst du ja nicht unbedingt cutten. Das muss ein guter Run werden. Stelle ich mir gerade schwierig vor bei Leuten, die so Dark Souls oder so zeigen. Voll gruselig. Boah, wie frech. Macht die Slow-Mo, um ihn in seinen eigenen Schuss reinzuhalten. Boah, das war frech. Das hätte, gibt auf jeden Fall Pluspunkte auf der B-Skala. Not bad. Mir gefällt dieses industrielle Environment. Dass der gerade da in so einer Base ist. Das finde ich ziemlich cool.
Oh, da ist nochmal ein krasser Bumser. Pass auf, jetzt geht der Stealth. Jo. Nee, er geht nicht Stealth. Das bin ich, wenn ich sage, ich gehe Stealth. Einfach ineinander geschubst. Bin nicht schubsen. Ich hab Joghurt im Rucksack. Unser Mate hier hat schon ganz schön auf den Sack gekriegt. Not gonna lie. Und links sieht man ja die Lebensleiste. Als würdest du jemand sagen, dass du Stealth gehst. Ich sag das sau oft, aber tust dann nicht. Bitte nicht schubsen, ich hab den Chat im Rucksack. Warum hat er nochmal rangezogen? Der hat doch gerade eben schon gemerkt, dass das nicht klappt. Komm, jetzt hast du ihn fast. Komm, hau zu! Jawohl. So will ich das sehen. Ah, mit dem kann er sich dann immer heilen, okay. Ah, okay. Slicen heißt, dass er die Tür da aufmacht. Alright. Es hat was von Destiny 2 mit den kleinen Druiden, so wie Ghost halt. Liegt aber, glaube ich, einfach nur daran, dass es ein Roboter ist. Dass man da die Assoziation hat. Oh, dieser geile Schauspieler, ne? Holy fuck. Chewie! Oh, geil. Und Ende. Oh! Oh! Schick! Oh! Schick! Oh, yo! Oh! Not bad. Not fucking bad. Gerade das Letzte, was jetzt nochmal...